Hallo Leute, hier ist Migu4534 mit Let's Replay Crysis 2. Ja, ich habe das Projekt einen Monat auf Eis gelegt, aber jetzt geht's wieder weiter. Und zwar mit der Mission, wie hieß er nochmal? Volltreffer, glaube ich. So, wir verstecken uns erstmal hinter der Wand, da findet uns keine Sau. Und unsichtbar erst recht. Gucken wir mal, ob draußen so Gegner. Ah, da ist einer. Hallo, hinter dir. Kehr mir nicht den Rücken zu. Tja, dein Problem. Jetzt bist du tot. Okay, linke Seite ist hier nichts. Gucken wir mal. So. War da nicht einer? Doch, da ist doch einer. Zack. Ach, scheiße. Und da ist noch einer. Scheiße, scheiße. Scheiße, nachladen. Und laufen wir mal. Laufen. Flankieren. Erstmal Scheindämpfer raus, weil ich das nicht mehr brauche. Da man mich ja schon selbst gesehen hat, so. Und schon gefunden hat. Erstmal gucken wir uns mal die Alien-Schutte an. Lea, überprüfen ja, Sie war die logisch. Wir brauchen irgendeine Probe. So. Wie viele Gegner sie denn hat? Ja. 3. Und da ist noch einer. Gucken. Hallo. Und du bist tot. Na schön. Da ist noch einer. Aber ich glaube, ich krieg den, glaube ich, nicht. Ob ich da auch treffe? Nee. Warum gehe ich immer diesen Weg? Ich verstehe das nicht. Ah ja. Anzugenergie aufladen. Dann gehen wir weiter. Wir nehmen uns mal die nächste Schote vor. Und zwar, die noch an der Oberfläche ist. Dann müssen wir diesen Weg hier nehmen. Aber zuerst nochmal ein paar Einstellungen. Die ich nicht nehmen werde. Verarscht, Leute. Heute vielleicht Sturm, wie sie ausprobieren, aber ist mir zu blöd. Gehen wir in den Laden hier. Da haben wir Schutz. So. Bye. Zack. Ach, scheiße. Ja, leck. Nein, leck. Hoffentlich findet mich da niemand. Okay, ich höre was. Okay, jetzt läuft's wieder. Tut mir leid für den kleinen Leck. Ah, es leckt immer noch. Ah. Ja, Feuer, schön. Immer noch am Lecken. Ist doch bekloppt. Wir sehen uns in die Augen und du stirbst. Zack. Ja, wir haben uns in die Augen geschaut. Und ich bin wie Chuck Norris und ja. Und das war irgendein komisches Geräusch. Ach so, das war mein Controller. Habe ich schnell rausgesteckt. Da ich das Vibration da Ding hasse. Okay. Müssen runter ins Wrack. Yo, danke Gold für diese super Information. Boah, habt ihr das gesehen? Wie geil war das denn bitte? Wie er da geslidet ist. Ja, aber das war's jetzt. Tschüss. So, wo geht's jetzt hier rein? Links rum? Nein. Irgendwo war da so ein Einer. Ah, hier. Uns leiden uns hier. Oh. Hallo, Raketenwerfer. Wo war da mal. Hier kann man da Muni aufladen. Ah, da. Zack. So, jetzt kommt der Kampf mit dem Hubschrauber. Und ich habe jetzt einen Einzelschussmodus an. Keine Ahnung warum. Ich habe aus Versehen eine Taste gedrückt. So, jetzt warten wir auf den Hubschrauber. Ah. Da, Prophet? Sie müssen da rein und Proben aus dem Wrack holen. Wir suchen nach Leichen, nach jedem genetischen Material, das Sie finden können. Finde einen Weg ins Wrack. So, hier kommen wir nicht durch. Ja, wir können natürlich nicht das Glas kaputt machen. Nee, dafür sind wir zu schwach. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um den Hubschrauber. Du siehst mich nicht, aber ich sehe dich. Und tschüss. Gesichter, greifen an. Du bist tot.
aktiviert. Ach schön. Da ist einer. Zack, zack. Tot? Yep. Tarnfeld aktiviert. So. Jetzt müssen wir zum Aufzugsschacht, denn da geht's nämlich weiter. Ui, hallo. Oh. Hallo? Das ist keine Chance. Ich bin im Panzer. Nee, jetzt nicht mehr. Scheiße. Scheiße. Komm, 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 komm. Oh, super. Wie du da tot rumliegst. So. Hier ist der Aufzugsschacht. Dann müssen wir erstmal runterspringen. Na, überlebe ich das? Ja. So, da bin ich aber tief gefallen. Oh, noch tiefer. Okay, Sie sind noch drin. Besser. Scannen Sie den Rumpf. Finde einen Weg ins Wrack. So, dann gucken wir mal. Und sliden uns hier ein bisschen weiter. So. Und hier, was ist das? Seit wann ist Wasser bitte blau an... Wasser ist farblos. Als wenn das von der Sonne, angestrahlt, dann reflektiert, dann den Himmel. Ja, aber das ist auch unlogisch, dass da Wasser hier blau ist. Mann, Quitek, das geht hier so nicht. Das ist schlecht. Und immer diese kleinen Lecks. Oh Mann, das ist menschliches Gewebe. Das sind Menschen. Sie wurden eingeschmolzen. Ohne echtes Alien-Gewebe verschwenden wir nur unsere Zeit. Raus da, Mann! Ja, ja, aber guck dir das mal an. Dieser Rauch. Ja, da knall ich erstmal ein bisschen. Und manchmal diese kleinen Lecks. So. Ah! Komischerweise ist das Glas da kaputt gegangen und komischerweise ist da ein Gegner. Und komischerweise ist da ein Alien. Da, rechts, rechts. Rechts, geh nicht nach links. Rechts gucken. Da. Nein, da. Da. Ja, super. Ich hab's doch extra mit der Maus doch angezeigt, dass da ein Alien ist. Aber nein, Eckett, du hast mir wieder zu blöd dafür. Ja, natürlich. Ich bin doch kein Alien, ich bin ein Mensch. Stirb. Ja, super. Was haben wir zwei von der Sorte? Komm, steh auf. So, kümmern wir uns mal um das Alien. Und immer diese Lags. Ich hasse das. Die Einschussmethode funktioniert ja prima. So, wo ist das scheiß Teil? Da oben. Ein 1-1. Wer gewinnt? Na, war ja logisch. Ich bin immer der Beste. So, wie komme ich jetzt dahin? Und wieder Lags. Ich weiß gar nicht, ob das im fertigen Video dann kommt. Diese kleinen Ruckler. Aber erstmal ist hier doch Munition. So, und Granaten. Das ist doch prima. So, und wieder Lags. Also, bei mir sind Lags. Ich weiß nicht, wie ob so ein Video aussieht. Ja, ja. Oh, super Animation. Ein Alien kann schweben. Je mehr ich das Let's Player, desto enttäuschter werde ich. Ey. Und jetzt ist mein Anzug ausgefallen. Wird er immer besser. Alien-Gewebe entdeckt. Interface aktiviert. Und ich kann nicht laufen, weil ich zu dumm bin. Verarbeite. Sammle Nanokatalysatoren von toten Aliens, um Nanosuit-Konfiguration. Du kannst verfügbare Module austauschen. Ja, das habe ich ja schon mal gemacht, weil das ein alter Spielstand ist von mir. Du kannst freigeschaltete Module auch aktivieren und deaktivieren. Da seht ihr es, die ganzen Nanokatalysatoren und die ganzen Module, die man freischalten kann. Das war's. Jetzt nichts wie raus da, Prophet. Und wo lang jetzt? Oh, danke. FDP, nee, FDR. Bringe Xenogewebeprobe zu Gurt. Begib dich über den FDR-Drive zu Gurts Labor. Jupp. Ah, ich häng fest, so.
unheimliche Begegnung. Ja, so unheimlich war das nun auch wieder nicht. War da logisch, dass da Aliens sind. Lex. Ich muss mal was gegen diese Lex unternehmen. Auch wenn ihr das nicht sieht, aber seht. Mein Gott. Ist es trotzdem scheiße. Konvertiere ich ja etwas, was gar nicht da ist. Und Mollusken, ja. Wir wissen jetzt auch die Namen für diese scheiß Aliens. Und los, Leute, schafft das. Ich gebe euch Feuerschutz. Ja, und du bist tot. Dieser Einschussmodus funktioniert ja prima. So, aber da sind jetzt nur noch Zellagenten. Und die haben natürlich keine Chance gegen mich. Ich bin ja zu stark. Und immer diese Lags. Ich glaube eher, dass es wirklich nicht im Video kommen wird. Da ist immer noch einer. Auf Wiedersehen. Ach scheiße, kein Panzermodus. Natürlich bin ich wie ein Panzer. Ich bin im Panzermodus, so voll Idiot. Stimmt. Jetzt habe ich auf einmal wieder den halbautomatischen Modus. Das wollte ich nicht. So, dann komme ich wieder in den Einzelmodus. Fuck, hab's wieder vergessen. So. Hüpfen wir uns mal hier durch. Da ist Muni. So, warten wir, bis das Alien kommt, oder töten wir erstmal alle. Ach, scheiße. Okay, oh, da war jemand da oben gesprungen. Boom! Das Eddie lebt immer noch. Komm. Ich hasse diesen automatischen Schuss, mal ganz ehrlich. Ist doch Bullshit. Na super, ist auch bei der Rüstung ausgefallen. Ah, beweg dich nicht so schnell. Ah! Mann. Komm mir nicht zu nah. Ah, Mann. Ach, fick dich, Arsch. Alien. Wo ist der? Wo ist denn das Alien? Hallo, Alien? Ist er das? Hab ich ihn getroffen? Lol. Gut, hier nehmen wir mal die Shotgun. Weil hier ist es ziemlich eng. Eng. Aber ich höre so Schritte. Aber wo kommt die denn? Oh. Eins. Oh, die sehen mich. Hallo, guten Tag. Das ist keine Chance gegen mich. Ich habe einen Shotgun. Du nicht. Oh, ich habe eine Shotgun, das ist keine Chance. Au. Du hast immer noch keine Chance gegen mich. Stirb. Und hör auf, hier dein Bild zu lenken. Klebst ja förmlich an der Wand. Ah, er kommt näher. Nein. Okay, der ist auch tot. So. Laden wir erstmal nach. Obwohl, brauchen wir gar nicht mehr, weil jetzt kommt das Levelende. Da ist Muni. Und ein paar Nano-Katalysatoren. Zack. So. Okay, hüpfen. Jumpen, Spaß haben. Okay, zum Levelausgang. Oh, falsche Tür. Nein. Eine weiter. Zack. So, und hier ist auch schon das Levelende. So. Versuchen wir mal ganz schnell zu dieser Tür da zu laufen. Komm, eil dich. Assimilation abgeschlossen. Lauf durch die Tür. Ja! Aber das war's und hier sieht man, ich krieg einfach den Nachtrag nicht hin, weil Soundbugs. Keine Ahnung warum, aber das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten. Tschüss.